Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Schlachterei im Super Smash Bros. Melee. Vom Raster her sind wir jetzt dabei bei den Ice Climbers. Mit denen werden wir jetzt das ganze Ding jetzt auch nochmal auseinandernehmen, volle Kanne. Und ja, mal schauen, ob wir uns mit denen diesmal besser schlagen. Also, das ist schon den besser schlagen. Als erstes kommt gleich mal eine gute Brader Louie. Ey, die Eisklimbers ist, die hauen natürlich asozial rein. Hau ab jetzt! Ja, hat ein bisschen länger gedauert, als es eigentlich sollte, aber ihr seht schon, die Eisklimbers sind nicht ohne Grund in der Tierliste unter A oder B, glaube ich. Also die haben schon in sich volle Kanne. So, Fox ist dran. Okay, wenn du dich um den kümmerst, kümmere ich mich um Falco. Hey, der Mario, der ist ja gar nicht so schlecht. Und tschüss. Ja, die Eisklimbers sind so wirklich die Charaktere, mit denen ich wirklich mal hin und wieder gerne mal spiele. Aber mehr auch nicht. Aber die sind gar nicht so verkehrt. Ja, das ist natürlich geil gemacht, wie im originale Arcade. Ich glaube, das heißt sogar auch Ice Climbers, das ist das Originalspiel von denen. Ach, fuck. Ich hab's verbockt. Da kann man ja nur selbst mal begehen. Verdammt. Natürlich die ganze Plattform weggeballert. Naja. Oh, das gibt ein Schlachtfest. Bam! Das macht schon fast keinen Spaß mit denen, ehrlich. Und sogar perfekt, ohne dass wir Schaden genommen haben. Klasse. Boah, der Riesenzähne. Ja, da wurde der Affe einfach mal gegrillt. Alter, was der aushalten muss, dem Spiel momentan. Er kriegt ja wirklich von allen Seiten nur die Fresse poliert. Ah, da ist Pit. Ah, schon wieder vergeigt. Ja, aber dafür haben wir den blöden Slippy. Na, super. Oh, das wird interessant. Ah, du sollst nicht schmeißen. Ja, mit den Eisklimbers gibt es da so einen richtig schutzgemeinen Trick, geschützt einzusetzen. Aber irgendwie klappt es nicht. Oh, und das war's. Jawohl, Lavados ist ein Instant-Kill in dem Spiel. Das kam natürlich gerade recht bei unseren coolen Ice Climbers, ein heißes Pokémon. Nicht ohne. Oh, das wird lustig. Okay, der Abtilt bringt da gar nichts. Und tschüss. Und der letzte. Das ist ja schon viel zu einfach, ey. Feste Größe, Tastatur, Maulwurf, 30 Sekunden Wirkung, Krieg und Sieg, Auge und Auge, Mittelpunkt. Na, da werde ich mit denen nicht weit kommen. Wir versuchen es einfach mal. Ich kann Mary versagen. Ja. So. Oh, wenn ich auf die blöde Tusse warten müsste die ganze Zeit. Ah, da bleibt doch hier. Ich glaube, das ist der einzige Charakter. Na gut, das bringt sowieso nichts. Ich glaube, das ist der einzige Charakter, wo hier sogar im Großen und Ganzen verrecken kann. Aber auch nur, weil es zwei sind. Oh, lustig.
Denn das hat man nicht. Ah, schmeißt du den weg? Naja, gut. Wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn er das überlebt hätte. Zu schwer. Na, zu schwer, zu einfach. Ich babbel mal wieder einen Müll zusammen. Na gut, was soll man auch sagen? Es ist auch ab 3 Uhr nachts. Da ist man natürlich fertig mit der Welt. Aber recht flott bis jetzt. Ja, ich will einmal ohne Schaden hier durchkommen bei der Meisterhand. Oh, tschüss. Hau ab. Jawohl, die Finger gequetscht. So, das war's dann auch mit den Astklammern. Das ist für mich easy. Mal gucken, wann die ersten Herausforderungen kommen. Ich gehe mal von außen ab schwer. Normal oder schwer wird es etwas kniffliger werden mit den ganzen Kämpfen. Von daher, jetzt noch richtig easy going. Und danach gibt es volle Breitzeit aufs Maul. 100 Pro. Und wir haben mal endlich mal, und ich habe endlich mal einen Charakter, mit dem ich nicht verreckt bin vorneweg. Kein Continue. Ja, geil. So, und eine Trophäe mehr wieder in unserer Sammlung. Bald haben wir sie. Aber es wären noch einige Charaktere. Ich bin mal gespannt, wenn die auftauchen. Mann ey, ich hab Eisklimbers noch nie gespielt im Großen und Ganzen. Ich kenne wirklich nur das Smash Bros. Das ist genauso wie bei NES. Irgendwie ging das alles an mir vorbei. Weiß auch nicht. Aber das sind alle Spiele, wo man eventuell mal überlegen könnte zu zocken irgendwann. Mal gucken. Ich habe so viel an Spiele momentan wieder aufgefrischt. Also langweilig wird's nicht. Vor allem Dingen, was haben wir noch? Wir haben noch einige Charaktere noch vor uns. Also danach kommt ja erstmal der Adventure-Mond. Very easy. Das wird lang werden. Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, mit dem Charakter einmal alle Schwierigkeiten gerade durchzuspielen. Zumindest in den Classic und Adventure Mode. Und den Event Mode durchzunageln. Mit den Melees, mit den Multi-Frame-Melee, glaube ich, so heißen die, wird es auch nochmal interessant werden. Da werde ich aber, glaube ich, schon einen Charakter machen, aber man weiß ja nie, wie weit man kommt. So. Und zeig mal die schönen Bilderchen. Ich finde diesen Eisbell mit der Sonnenbrille einfach nur genial. So, die Eisklimmer-Trophäe gehört uns. Perfekt, Leute. Damit würde ich mal sagen, verabschiede ich mich. Wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn es wieder heißt Let's Smash. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.